Verbinde dieselben Farben, ohne dass sich die Linien überschneiden. Grün mit Grün, Rot mit Rot und Blau mit Blau. Aber das siehst du, leider haben sich die Linien überschnitten. Es ist möglich. Du bekommst direkt einen weiteren Versuch. Wie kann das funktionieren? Hier Grün mit Grün, okay. Weiter. Hier Rot mit Rot. Okay. Was siehst du jetzt hier? Schon wieder. Es hat sich wieder überschnitten. Mhm. Okay. Egal, komm, du versuchst nochmal. Es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mhm. Ich mach mal hier. Okay, Grün mit Grün. So. Ah. Aber schon wieder. Nee, dann überschneidet sich leider wieder, okay? Okay, versuch's nochmal. Fang vielleicht mal mit Blau an. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier rum. Okay. Ich glaube, ich gehe mal so. Ah, ein bisschen Slalom, also so im. So. Okay. Okay. Wenn du jetzt hier es verbindest, siehst du, jetzt hat sich sogar doppelt überschnitten. Ja. Jetzt überschneidet sich Grün und Grün und Rot mit Rot. Okay. Okay. Ich habe noch eine Idee. Mhm. Erzähl. Und zwar mache ich das hier einfach rot. Und die hier oben auch. Ah, du machst jetzt genau quasi rot. Und jetzt verbinde ich einfach rot miteinander. So. Du hast jetzt quasi einfach die blauen Kreise rot gemacht. Jetzt hast du die gleichen Farben miteinander. Es ist ausgefuchst, aber leider darfst du die Farbe des Kreises nicht verändern, weil der Kern ist ja immer noch blau. Du siehst ja eigentlich blau. Mhm. Deswegen ist es leider falsch. Okay. Viele denken, es geht nicht, aber es gibt eine Lösung von diesem Rätsel. Ich habe noch eine Idee. Okay, du hast noch eine Idee. So, ich fange hier an. Mhm. Dann gehe ich hier raus. Du verlässt das Ganze jetzt, ich okay. Hier rüber. Mhm. So. Blau mit Blau. So. Rot mit Rot und Grün mit Grün. Aber, guck mal, es hat ja einen Grund, warum ich diesen Kasten hingemacht. Dieser Kasten ist wie eine Mauer. Du darfst natürlich nicht durch diese Mauer durchgehen. Mhm. Okay. Ich habe noch eine Idee. Okay, erzähl. Und zwar gehe ich hier so hoch. Mhm. Und ich gehe jetzt nicht durch die Mauer durch, sondern ich gehe an der Mauer entlang. An der Mauer entlang? So rüber, ja. Ah, okay. So. Ich weiß, worauf du hinaus willst. So. Aber diese Mauer, dieser Rahmen, der ist ja dafür da, du darfst nicht durch diesen Rahmen durch, okay? Mhm. Leider nicht, okay? Soll ich dir es erklären? Soll ich es dir erklären? Nee, ich will es nochmal versuchen. Okay, komm, du kriegst das noch einen Versuch. Voll einfach. Ja, die Lösung ist genial, aber die wenigsten kommen auf die Lösung. Ich bin mal gespannt, wer es weiß. Hier Rot mit Rot, okay? Das ist schon wieder so. Was kann... Ja, na, egal wie du es machst, die werden sich hierbei überschneiden. Ist leider falsch, okay? Das ist unmöglich, das geht nicht. Okay, pass auf, ich erkläre es dir, okay? Ich erkläre. So, also jetzt kommt die Erklärung von diesem Rätsel, okay? Wir haben ja schon gesehen, wir haben mehrere Ansätze gesehen und natürlich, wenn man die jetzt hier so verbindet, Rot mit Rot, Grün mit Grün, und dann Blau mit Blau, dann hat man immer das Problem, egal wie man die verbindet, am Ende tun sich die Linien überschneiden. Deswegen will ich euch jetzt erklären, wie das Ganze funktioniert. Der eine Ansatz war natürlich schon ziemlich kreativ, muss ich sagen, dass man jetzt einfach hier quasi aus diesen blauen Kreisen rote Kreise macht, indem man hier drumherum geht. Weil, wo du das gemacht hast, hast du ja quasi die Aufgabenstellung perfekt erfüllt. Und konntest dann natürlich einfach dieselben Farben miteinander verbinden, indem du einfach das hier machst. Und schon sind dieselben Farben miteinander verbunden. Ja. Und zack. Stimmt natürlich so. Aber leider darfst du nicht die Farben der Kreise verändern. Hast du, wenn du das Ganze siehst, eine Idee, wie es funktionieren kann? Ich glaube, das ist unmöglich. Du glaubst, das ist unmöglich? Das denken die meisten. Es gibt aber eine Möglichkeit, dass man die Farben miteinander verbindet, ohne dass sich die Linien überschneiden. Okay? Und das will ich euch jetzt zeigen. Wir nehmen jetzt hier wieder hier ganz normal schwarz. Weil, wenn du jetzt hier hingehst und das Ganze hier einfach verlassen tust und dann die ganzen Punkte miteinander verbindest, das ist auch falsch, weil du darfst den Rahmen nicht verlassen. Das habe ich ja schon erklärt, okay? So. Aber es gibt eine andere Sache, die du darfst. Du musst ja innerhalb von dem Rahmen bleiben. Das habe ich ja schon erklärt. Wie kann man das dann verbinden? Hast du eine Idee? Hat irgendjemand eine Idee, wie es funktioniert? Weil man darf natürlich auch nicht hier entlang gehen und dann hier der Mauer entlang gehen, so. Und dann die Punkte miteinander verbinden.
Warum darf man das nicht? Weil die Mauer, die ist quasi das Schild. Das darf man nicht verlassen, okay? Jetzt kommt die Auflösung. Ich weiß, alle schauen jetzt ganz gespannt zu. Und ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Ganz klar, der erste Strich, der auf jeden Fall stimmt, ist der hier. Du musst so grün mit grün verbinden. Ja. Ist klar, okay? Grün und grün ist, macht ja komplett Sinn. Pass auf, als nächstes verbinden wir ganz einfach hier blau mit blau. Und zwar verbinden wir blau mit blau einfach so. Okay? Und jetzt kann man rot mit rot verbinden, ohne dass sich die Linien überschneiden und ohne den Kasten zu verlassen. Mhm. Siehst du, wie es funktioniert? Nee. Du siehst es nicht. Okay, jetzt passt gut auf. Jetzt kommt die Lösung, wie man rot und rot verbindet, ohne dass sich die Linien überschneiden. Okay, haltet euch alle fest. Jetzt kommt die Auflösung. Ich bin mir sicher, die wenigsten von euch wären darauf gekommen, wie man hier rot und rot verbindet, ohne dass sich die Linien überschneiden und ohne den Kasten zu verlassen. Schaut her. Und zwar nehme ich jetzt hier einfach, ich fange hier am roten Kreis an, gehe hier entlang. Ich habe ja gesagt, du darfst den Kasten nicht verlassen. Aber ich habe dir nie verboten, dass du nicht einfach durch die anderen Kreise durch darfst. Nein. Und dann die gleichen Farben miteinander verbinden darfst. Oh, jetzt hast du alle Farben miteinander verbunden, ohne dass sich die Linien überschnitten haben. Probiert dieses Rätsel selber mit euren Freunden aus. Da kommt mit Sicherheit keiner drauf.